Die Adler Mannheim haben in der deutschen Eishockey-Liga den 16 Jahre alten Punkterekord der Eisbären Berlin eingestellt. Die Kurpfälzer gewannen das phasenweise turbulente Spiel gegen die Pinguins Bremerhaven mit 6:5, 2:2, 2:2, 2:1 und führen die Delta-Tabelle 4 Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde mit 109 Zählern an. Diese Bestmarke stellte der Dell-Rekordmeister Berlin in der Saison 2002-2003 auf. Dank der Tore von Andrew Desjardins 9. Minute 43. 59. Luke Adam 10. Gerrit Festerling 17. und Mark Hattig 39. verbesserte das in der Defensive wackelige Team von Trainer Pavel Groß zugleich den Clubrekord von 107 Punkten aus den Hauptrunden 2006, 2007 und 2014, 2015 für Bremerhaven, das nach der 8. Niederlage in Serie kaum noch Chancen auf die direkte Playoff-Teilnahme hat, trafen Dominik Uhr 10. Brockoton 11. Mark Zengerle 30. Corey Quick 37. und Patrick Josef Alba 51. Den Playoffs einen großen Schritt näher gekommen sind die Kölner Haie und der ERC Ingolstadt. Während sich die Haie beim 6:3, 1:1, 3:0, 2:2 gegen die Nürnberg Ice Tigers gut erholt von der 1:6 Pleite gegen Meister EHC München zeigten und mit 82 Punkten 7 Zähler Vorsprung auf Rang 7 haben, sind es bei den Ingolstädtern 80. nach dem 4:1, 1:0, 1:1, 2:0 gegen die Schwenninger Wildwings 5 Punkte. Dagegen müssen die Eisbären Berlin sogar um die Teilnahme an der ersten Qualifikationsrunde zu den Playoffs bangen. Punkt. Der Wiesemeister verlor bei den Straubing Tigers mit 3:7, 2:3, 0:2, 1:2 und hat nur noch 6 Punkte Vorsprung auf Rang 11.